Ein wunderherrliches Moin Moin, herzlich willkommen zurück zum Game Pass Check, dem Format, in dem wir uns immer wieder neue Spiele aus dem Xbox Game Pass anschauen, auf der Series X. Heute habe ich mir dafür Recompile ausgesucht. Recompile ist ein Metroidvania-Hacker-Abenteuer in der 3D-Welt eines Mainframes. Das ist die Beschreibung des Spiels hier im Microsoft Store. Kam letzte Woche in den Game Pass am 19.8. Genau, war auch Release-Termin. Ist Series X und S optimiert. Ich glaube, das läuft gar nicht auf der Base Xbox One. Ja, sehen wir unten rechts dort. PC und Xbox Series X und S. Genau, das gibt's gar nicht für die Xbox One oder Xbox One X. Genau. Und die etwas längere Beschreibung, es ist halt Metroidvania, ne? Übernimm die Kontrolle über ein halbintelligentes Programm und kämpfe in diesem stimmungsvollen Hacker-Abenteuer im Metroidvania-Stil gegen die Löschung. Recompile spielt in einer weitläufigen 3D-Welt des Mainframes, bietet intensive Kämpfe, herausforderndes 3D-Platforming, übermächtige Fertigkeiten und eine logikbasierte Mechanik zum Hacken der Umgebung. Und ja, ohne weitere Worte zu verlieren, gehen wir direkt rein. Wir wollen ja hier nicht allzu viel Zeit verschwenden. In Recompile. Bin mal gespannt. Ich habe mir dafür dazu noch gar nicht wirklich was angeguckt. Sieht halt aus wie, keine Ahnung, Narita Boy in 3D. So in etwa. Oh, es hat fertig geladen. Ich dachte, da passiert jetzt nichts mehr. Dear Villagers ist der Entwickler oder Publisher oder keine Ahnung. Drücke A. Macht er. Ja, mache ich. Ah. Neues Spiel. Nicht mal ein Optionsmenü gibt es. Okay. Da sind wir auch schon. Janus-Protokoll wird initiiert. Na schön, Programm. Hallo, hier ist Janus. Herzlich willkommen und so weiter. Dein Job beginnt, sobald du im Mainframe bist. Aber wegen deiner bescheuerten Sprengtür von 2 Metern Dicke können wir dich nicht einfach so einstöpseln. Du musst dir auf dem altmodischen Weg Zugang verschaffen. Und den letzten Satz konnte ich nicht lesen. Offen gesagt haben wir schon alles versucht, diesen Kasten zu knacken, deshalb gehen wir nicht davon aus, dass es dir gelingen wird. Funktionstests werden initiiert. Steuere die Kamera mit dem rechten Stick. Scanner online. Steuere deine Bewegung mit dem linken Stick. Laterales Traversal online. Ziel, Installation abschließen. Okay, kann man die Y-Achse invertieren? Ja, Glitch-Effekt kann ruhig aus. Der stört mich ein bisschen. Und ja, dankeschön. Programm fortsetzen. Schon viel besser. Wie soll ich jetzt durch? Setze ich jetzt alles wieder zusammen? Wenn du nützlich einen neuen Code findest, benutze ihn zum Upgraden deiner Fähigkeiten. Soll ich jetzt hier rauflaufen? Oh Gott. Neuer Code installiert, System-Upgrade erhalten. Sprung installiert, vertikales Traversal jetzt online. Drücke A, um einen Sprung auszuführen. Okay. Springe über Lücken im Code und Problemblöcke, um neue Pfade zu finden. Die Reparatur defekter Schaltkreise kann helfen, beschädigte Bereiche zu umgehen, neuen Code freizuschalten und auf neue Verbindungsports zuzugreifen. Jetzt habe ich das mit Strom versorgt und jetzt muss ich hier hinten auch nochmal... Sorry, vielleicht hört man das. Ich bin ein bisschen verschnupft, deswegen versuche ich nicht allzu viel zu quatschen.
Also ich werde schön weiter zusabbeln und so, aber oh, da kämpfen kann ich noch nicht. Dann werde ich jetzt vielleicht erstmal den Fahrstuhl hier bemühen. Gibt's Fallschaden? Oh, ich werde es jetzt nicht testen. Kann man den Fahrstuhl bestimmt wieder runterrufen, falls er nicht hier sein sollte. Also falls man unten ist und der Fahrstuhl halt nicht. Musik finde ich jetzt auch bisher noch nicht geil. Aber diese Röhre hier hoch. Hier lang. Uff. Seht ihr, es gibt scheinbar doch Fallschaden. Obwohl ich jetzt nicht wirklich Schaden bekommen habe. Ich habe immer noch 100% unten. Geht davon aus, dass es mein Life ist. System Backup-Punkt erstellt. Ach, das ist ein Checkpoint. Okay. Bitte erstelle regelmäßig Logs an Backup-Punkten, damit wir wissen, was schiefgelaufen ist, wenn du zerstört wurdest. Okay. Ach, da ist ein Fahrstuhl. Den kann ich auch nutzen, das ist sehr gut. Oh, Achievement. Codespringer. Einen tödlichen Sturz überlebt. Nicht mich angreifen, bitte. Das ist echt ganz schön laut. Unterbrechen installiert. Kann keinen großen Systemschaden verursachen. Verpasst einer aggressiven Subroutine jedoch eine kleine Delle. Von Janus. Unterbrechen fügt feindlichem Code nur geringen Schaden zu. Falls du regelmäßig kämpfst, ja, keine Ahnung. Ach, Sturmgewehr oder was? Munition ist auch nicht wirklich begrenzt. Schön die Wand kaputtballern hier. Okay, und dann wieder zurück und dann zu dem einen, gegen den ich ja jetzt kämpfen kann, beziehungsweise den ich zumindest aus dem Weg räumen kann. Ja, wieder zum Checkpoint. Mal gucken, wie ich denn jetzt hier überhaupt zurückkomme, ne? Ah, da muss ich runter. Boah, naja, ich komme ja die Röhre da nicht wieder hoch. Mal gucken, dass ich dann hier dann runter, ne? Jo. Autsch. Also es ist bisher nicht das geilste Spiel der Welt, aber es ist ganz chillig. Empfinde ich zumindest so. Vielleicht hätte ich ausweichen sollen. Ich habe ganz schön viel Schaden bekommen. Ah, ich heile mich aber auch. Durch das, was ich von ihm aufgesammelt habe, oder? Ja, okay. Das ist auch eine Währung oben links, wenn ich das richtig interpretiere. Das ist irgend so ein Upgrade, ne? Diese Plattform ist außer Betrieb. Bitte wähle eine andere Route. Okay. Komme ich denn hier rüber? Nein. Muss ich hier hoch, wa? Komm ich hier überhaupt hoch? Das ist ein Checkpoint. Ah, hier die Steine hochhüpfen. Was ist das eigentlich für ein Sonic-Sprung? Dass er so ein
zur Kugel wird, während er springt. Was ist da unter? Aber da komme ich doch gar nicht so hin. Okay, jetzt bin ich da. Verbunden, Zugang gewährt. KI-Erinnerung gefunden. Daten werden heruntergeladen. Ich werde das jetzt nicht komplett durchlesen, weil ansonsten ist das Video vorbei, wenn ich damit fertig bin. Leid. Aber hier komme ich immer noch nicht lang. Vielleicht geht es hier jetzt noch weiter hoch. Ich habe ja jetzt wirklich sehr nach dem Weg gesucht, der mich da der Kugel führt. Da ist ein Rohr, ne? Ah, da hinten. Da kann man dann da hoch. Ah! Ja gut. Springen wir jetzt hier wieder runter. Also auch nur so eine Wand, die man kaputt schießen muss. Schneller rennen kann man auch nicht irgendwie. Na komm. Auf ein bisschen flotter kleines Programm. Wurde es in C programmiert, ne? Deswegen bist du nicht so schnell. Haha. Die gesamte Station sieht aus, als wäre sie schon seit Jahrzehnten verlassen. Vielleicht sogar noch länger. Die Technologie stammt aus der Zeit vor dem Kollaps. Wenn du intakte Dateien findest, packe ihren Inhalt ins Log. Vielleicht geben sie Aufschluss darüber, was hier passiert ist. Ziel, speichere intakte Dateien im internen Log. Ja, das ist halt... Ne? Hier, Logs sammeln. Auch das werde ich jetzt nicht durchlesen. Die Dinger sind halt optional und das war jetzt eigentlich die Tutorial-Variante davon. Da hätte man rüberspringen sollen, direkt zu Anfang. Es könnte Sicherheitsmaßnahmen geben, an die wir nicht gedacht haben. Du bist autorisiert, alle dir zur Verfügung stehenden Fähigkeiten zu nutzen, um diese Probleme zu lösen, zu umgehen oder zu überbrücken. Ah, schießen wir einfach kaputt. Warte mal. Ich muss hier einzelnen Platten wegschießen, ne? Ah, egal, hüpfen wir rüber. So. Dann geht's hier oben weiter. Was ist das hier? Ein Leitfaden für die Arbeit mit ihrer neuen KI. Okay. War also auch so ein Ding. Ich dachte, weil das anders aussah, wäre das einfach was anderes. Okay, das bringt auch nichts. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, wir würden irgendwie einen Angriff bekommen, eine Art Schwert oder sowas, als so ein Sturmgewehr quasi. So, hier ist der kaputte Fahrstuhl. Gute Arbeit, Programm. Folge der Brücke, um die Installation abzuschließen. Aber sehr vorsichtig, es könnte weitere Antivirusmaßnahmen geben. Fahre bis zur Installation fort. Da kann ich rüber und hier kann ich rüber. Mal gucken. La 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 la. Oh. Installation unerwartet abgebrochen. Bitte Systemadministrator benachrichtigen. Wenn du nicht weiterkommst, sieh dich nach Alternativen um. Umgehe einen Schaltkreis, springe durch eine Hintertür oder löse das Problem mit Gewalt. Es gibt so gut wie immer einen anderen Weg hinein. Fährt er jetzt noch mehr runter? Nein. Na gut. So sieht es also in einem Mainframe-Computer aus. Das hätten sie mir mal in einer Umschulung ja ruhig mal zeigen können.
Und ist sehr viel mit dummem Rumlaufen beschäftigt, oder? Vor allem, weil man nicht schneller laufen kann. Fällt das so schwer ins Gewicht, finde ich. Oh Gott. Ah! Gerade Angst, ich würde runterfallen beim Schießen auf ihn. Da geht's nicht weiter, müssen wir hier immer noch mal gucken, ob vielleicht irgendwo versteckte Dinge sind oder so. Aber das war hier nicht der Fall. Erstmal hier rauf, dann hier runter und hier runter. Und hier klettern wir wieder hoch. Sich die jahrelange Tagsholzerfahrung bezahlt hier. So. Ja. Haben wir keine Zeit für. Ich treffe den gar nicht wirklich. Jetzt habe ich ihn. Der hat aber wirklich ganz schön Aua gemacht. Jeder geht zurück. Schaffen wir schon. Wir kommen da noch rüber. Na! Verdammt! Man fällt auch ganz schön tief, muss ich sagen. Beziehungsweise die lassen einen ganz schön tief fallen. Da kam ich gerade. Das ist ja sehr freundlich, wo ich zurückgesetzt werde. Holy shit. Installation zu 90% abgeschlossen. Programm. Du bist nah dran, aber sehr vorsichtig. Die Station wird von einer Hypervisor-KI kontrolliert. Die antwortet nicht. Hoffentlich ist sie offline. Irgendjemand scheint unplanmäßige Upgrades an ihr vorgenommen zu haben. Und das Letzte, was wir gebrauchen können, ist eine aufgemotzte KI, die aus dem Schlaf erwacht und darüber entscheidet, wo wir hingehen können. Wenn du auf sie triffst, solltest du sie besser nicht verärgern. Ziel, wecke nicht die Hypervisor-KI auf. Ach, die da. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin fragmentierter Code entdeckt. Noch ein, Fragmentierung. Verzeihen Sie die Störung. Scan-Vorgang. Fehler, Bezeichnung, Virus. Er infiziert ihr System. Der Gegner, befallener Nutzer, soll vorgehen. Beobachtung, keine Ahnung. Habe ich leider nicht genau lesen können. Schnell weg hier. Lauf, Programm, lauf! Ich bin dumm! Ja, ruhig mal aufpassen können. Scheiße. Ist bis hierhin ohne Absturz geschafft. Stimmt nicht. Scheint dein Bild stabil zu laufen. Ach ja.
Ich hatte ganz vergessen, dir zu sagen, dass die Stimme in deinem Kopf Janus ist. Wir sind dein persönlicher Reiseführer. Nur sind alle Systemkarten, die wir haben, verblasst und verschwommen. Wir haben sie sowieso nur zur Hälfte verstanden. Immer noch besser als nichts, oder? Ziel, schließe die Installation ab. Ja, immer noch. Ich weiß. Bin dabei. Ah! Hier kommt man nicht rüber. Ja, hier kommt man lang. Okay. Ich dachte, ich schieße einfach mal drauf. Da ist der Knopf. Manuelle Überbrückung für Installation eingeleitet. Achtung, Programm wird neu gestartet. Systemintegrität ist ganz schön im Arsch. Access granted. Installationsassistent. Ich selbst installiert. Yo. So sahen Spiele früher aus. Das ist die nächste Map. Da werde ich jetzt wieder zugelabert. Installation erfolgreich. Gut gemacht, Programm. Du bist drin. Du hast es fehlerfrei hinbekommen. Meine, war ja klar. War ja auch klar. Ich habe dich schließlich entwickelt. Mit so einem Code kann man auch schwer abstürzen. Du bist jetzt in der Datenzentrale. Dieser Knotenpunkt war früher mit allen Teilen des Mainframes verbunden, aber die Kabel scheinen getrennt worden zu sein. Wir haben die Server der Sicherheit und der Datenverarbeitung neu angeschlossen. Du solltest also ein paar offene Verbindungsports zur Auswahl haben. Ziel, finde einen offenen Port. Wenn du drin bist, musst du Sektor für Sektor vorgehen. Umgehe defekte Hardware, schalte sämtliche Sicherheitsmaßnahmen aus, die uns draußen halten, und bring diesen Schrotthaufen online. Repariere den Mainframe von innen. Okay. Ich glaube, das ist jetzt sowas wie die Hub-Welt. Oder? Würde ich jetzt so sehen? Von hier aus guckt man sowieso immer erstmal, wo kann ich überhaupt lang? Wo werde ich durch fehlende Fähigkeiten gebremst? Ah! We died. Wie komme ich da jetzt wieder runter? Fahrstufe gerade ohne. Aber ich kann hier auch. Doch, okay. Ich wollte gerade sagen, ich kann hier auch gar nicht sterben. So, ich kann hier auch einfach oben das Glas reinlaufen, ne? Kommen wir hier hoch und immer weiter nach oben. Was ist denn hier? Hier ist noch ein Fahrstuhl. Oh shit. Oh shit. So, das ist ja das ist eine vollständige Plattform. Verbindung zur Zentrale lokalisiert. Du musst in die Zentrale, um das Kommunikationssystem der Station zu reparieren. Leider hat jemand versucht, den gesamten Sektor auszulöschen. Vielleicht ist nicht mehr viel da, mit dem du arbeiten kannst. Oh, ich bin so dämlich. Das war ziemlich dumm. Hier geht's lang. Dann... dann geht's nicht weiter. Geht bestimmt erst, wenn man Double Jumps oder Wall Runs oder sowas hat. Ist halt Metroidvania, ne? Muss ich halt irgendwie wieder runterkommen. Aber ich denke, das soll eigentlich als erster Eindruck schon mal reichen.
Ja, bevor ich mich jetzt hier abmühe, hier runterzukommen, wieder nur noch eine halbe Minute von der nächsten Welt sehen. Hab leider gerade nicht so viel Zeit und erkältet bin ich, wie gesagt, auch noch. Deswegen würde ich gerne meine Stimme noch ein bisschen schonen. Ja, das soll als erster Eindruck zu Recompile reichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Kritik und Spielevorschläge für den Game Pass Check gerne in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge vom Game Pass Check. Bis dann. Ciao, ciao.